Servus! Peace! Obwohl, nee, warte mal. Sonst hast du gleich wieder. Du scheißt alles wieder oben! So. Mit. Sofort. Peace. Uiala. Was für ein Stretch. Jawohl, es ist kalt. Hallo auf meinen Kanal, ein neues Video. Habe ich eigentlich schon ein neues Jahr gewünscht? Ja, schon klar. Ja. Ist ja nicht das erste Video. Nenne ich das Fockechens Heimfahrt? Ich weiß jetzt gar nicht, soll ich? Ach, weil es egal ist. Ich nenne es Fockechens Heimfahrt, ich weiß bloß nicht, welche Zahl. Ich schreibe es dann dahin. Dazu brauche ich aber hier, glaube ich, mehr Platz. So, jetzt sieht es besser aus. Wunderbar. Heute geht es um ein Thema, das ist mir jetzt ganz kurzfristig eingefallen, weil wir heute nämlich wieder mal ein wunderbares, also eigentlich hatten wir zwei Diskussionsthemen, wobei es jetzt nicht Diskussionsthemen waren, sondern einmal Thema, es geht ja momentan in Facebook oder auch auf WhatsApp, gehen jetzt so Bilder rum, wo man so einen riesenlangen Stau im Schnee sieht und dann steht dort irgendwie, was wäre das jetzt, wenn es ein E-Auto wäre, man könnte nicht einmal betanken unterm Stau und die Leute würden elendig erfrieren. Dann habe ich gesagt, ja gut, das kann sicherlich passieren, das kann aber mit dem Benziner auch passieren, weil nicht jeder hat einen 5 Liter Ersatzkanister dabei, eigentlich, so viel ich weiß, gar keiner. Früher war das normal. Als ich ein junger Bub war, und das ist schon, es ist noch gar nicht so lange her, war das einfach so, dass jeder, wenn einer einen Kofferraum aufgemacht hat, immer einen 5-Liter-Kanister drin gehabt hat mit Benzin oder Diesel. Das, wenn man irgendwo nochmal stehen bleibt oder keine Ahnung was, halt einfach reingibt und weitermacht. Ja, aber bei so einem Stau kommt der ADAC und gibt dir was zum Trinken und warme Decken und eventuell auch Sprit. Das mag sein. Das geht natürlich bei E-Autos nicht. Andererseits habe ich gesagt, wenn mein E-Auto dreiviertel voll ist und ich stehe im Stau auf der Autobahn und ich habe meine Heizung an, braucht die Heizung maximal 1 Kilowatt, normalerweise weniger, wenn ich es auf eine normale Temperatur einstelle. Und bei 1 Kilowatt und das Ding ist halb voll, kann ich 15 Stunden stehen, ohne dass ich erfriere. Natürlich kann es auch mal länger dauern. Aber das ist immer so eine Sache, das weiß man jetzt nicht genau. Und dann gab es die zweite Diskussion, das war dann so zur Brotzeit. Dann ein, ja, E-Mobilität, weiß ich nicht. Ich denke, die E-Mobilität wird nichts. Ich denke, Wasserstoff ist die Zukunft. Und deswegen heißt auch dieser Titel Wasserstoff VS Akku. VS hat jetzt nichts mit meinem Vor- und Nachnamen zu tun, sondern VS heißt Versus. Also Gegengestellung. Und das Video, und da könnt ihr eigentlich gleich abschalten, wenn ihr wollt, es geht nicht darum, um die technische Aufarbeitung von dem Thema. Weil da bin ich viel zu weit weg. Da kenne ich mich nicht so gut aus und bevor ich mich nicht so richtig gut auskenne, halte ich lieber meinen Mund. Wird mir sowieso oft genug vorgeworfen, dass ich mich nicht auskenne und ich lieber meinen Mund halten soll. Tue ich aber in dem Fall schon nicht ganz. Was für eine Logik, schon nicht ganz. Im Endeffekt, und das war wirklich klasse, die Argumente, die gegen die E-Mobilität, die es da gab. Also, man weiß nicht, wie lange der Akku hält. Ja, das stimmt.
Weiß man denn, wie lange eine Brennstoffzelle hält? Nein, weiß man nicht. B, die Ladeinfrastruktur ist viel zu schlecht bei E-Autos. Und dann habe ich gesagt, die Ladeinfrastruktur ist immerhin besser, also von E-Autos ist immerhin besser als die Ladeinfrastruktur mit Wasserstoff. Bis vor kurzem waren es noch nicht viel, jetzt mittlerweile sind es ein bisschen mehr, aber ich weiß gar nicht, wie viel sind es denn jetzt? 40? Ich blende es hier oben ein, wie viel Wasserstofftankstellen das es gibt in Deutschland. Auf jeden Fall ist dieses Argument ja auch nicht besonders hilfreich als Gegenargument gegen die E-Mobilität, weil es ist ja eigentlich noch schlechter. Dann gab es als Gegenargument noch, und das werde ich jetzt auch schneiden, weil ich muss jetzt überlegen, und dann kam es natürlich um den Preis, weil E-Autos, also mit Akku, ich sage immer E-Autos, meine ich immer so ein akkubetriebenes Auto, und ein Wasserstoffauto meine ich halt, wenn ich sage Wasserstoffauto, meine ich ein Wasserstoffauto. Ich weiß, es ist trotzdem ein E-Auto, aber ich nenne es halt einfach, ich kann es ja schlecht sagen, Akku-Auto und Wasserstoff-Auto, obwohl warum nicht. Ich nenne es Akku-Auto und Wasserstoff-Auto. Ja, der Preis für die Akku-Autos ist viel zu teuer. Also, ja, hast du dich schon mal informiert, was ein Wasserstoff-Auto kostet? Es kostet eine Vielzahl mehr und dann hast du halt noch das Problem, dass der Unterhalt von diesem Auto halt extrem mehr kostet als beim Akkuauto, weil du halt ganz normal tanken musst. Und wenn ich rechne, dass ein Kilo Wasserstoff, das ich ins Auto tanke, dann so um die 10 Euro kostet im Schnitt, manchmal ist es unter, manchmal ist es über 10 Euro, also ich sage mal im Schnitt so 10 Euro, und du dann damit mit einem Kilogramm ungefähr 100 Kilometer kommst, circa, dann kosten mich 100 Kilometer ungefähr 10 Euro. Das heißt, es ist nicht recht voll um zu einem Benziner oder Diesel. Im Gegenteil, der Diesel ist sogar billiger. Der Benziner vielleicht nicht, kommt immer aufs Auto drauf an und wie viel PS und der Verbrauch, ist schon klar, aber eigentlich ist es nicht voll um zu einem Verbrenner. Gas ist noch um etliches günstiger. Dann schauen Sie erst einmal. Sind die so teuer? Ja, ich kenne jetzt momentan nur zwei Wasserstoffautos. Das ist einmal von Hyundai und einmal von Toyota. Komischerweise hat die deutsche Automobilindustrie die Forschung, die sie jahrzehntelang gehabt haben, Mercedes und BMW, eingestellt mittlerweile. Warum haben sie es eingestellt, kann ich euch eigentlich gar nicht sagen. Wäre mal interessant zu hören, warum. Entweder sagen sie, es rendiert sich nicht, es ist zu teuer. Oder die sagen, es rendiert sich nicht, es ist zu teuer und zu unpraktisch. Kann ja sein. Ich habe viele Kommentare gehabt auf mein letzten Video, obwohl es das gar nicht das Thema war, weil das letzte Video war E-Auto im Winter. Und dann gab es eine Diskussionskette, die dann irgendwann einmal auf Wasserstoff gekommen ist. Und dann haben sie gesagt, ja, Wasserstoff ist immer noch das beste E-Auto-Prinzip, weil im Winter zum Beispiel die Brennstoffzelle, die entwickelt ja durch ihren Energiebedarf oder Umwandlung in Energie, entwickelt Wärme. Und damit könnte man mit der Abwärme auch das Auto heizen. Es ist ja im Endeffekt das Gleiche wie mit dem Akku, weil der Akku auch Wärme entwickelt und man könnte ihn auch mit der Luftwärmepumpe nutzen, das Auto aufzuheizen. Rendiert sich so viel Aufwand, wenn man sowieso eine Wärmepumpe im Auto hat? Ich denke nicht. Man kann es einbauen sicherlich, aber ich glaube nicht, dass sich das rendieren wird, diesen Aufwand zu betreiben. Beim Verbrenner ist es ganz klar, da ist es Abfallprodukt und da kann man es natürlich machen. Im Wasserkreislauf kann man dann die Heizung wunderbar. Es ist ja im Endeffekt, dadurch braucht das Auto ja auch nicht mehr Sprit. Durch das, dass man die Heizung einschaltet, es bleibt sich gleich und man entlastet sogar den Motor, indem man ihm Hitze wegnimmt und den Innenraum damit aufheizt.
was soll das Video jetzt sagen? Das Video soll eigentlich sagen, dass diese Gegenargumente, die gegen ein Akkuauto ist, oder die man gegen ein Akkuauto hört, eigentlich genau die gleichen Gegenargumente sind, die man gegen das Wasserstoffauto verwenden kann. Es gibt Vorteile für den Wasserstoff, keine Frage. Das Tanken geht schneller. Man kann Wasserstoff herstellen, indem man die Überkapazität in der im Stromnetz beim schönen Wetter und Wind einfach nutzt, um diesen Wasserstoff herzustellen, bevor man den verschenkt, den Strom, oder ins Leere puffen lässt. Man kann Strom, soviel ich weiß, nicht ins Leere puffen. Das Einzige, was man machen kann, ist, man kann zum Beispiel die Photovoltaikanlagen teilweise abschalten oder die Windräder einfach stehen lassen, was man ja oft sieht, wenn das Wetter schön ist, die Sonne scheint und die Windräder würden drehen, weil der Wind da ist, aber sie tun es nicht. Also das hat nichts damit zu tun, dass der Wind zu schwach ist, sondern einfach, weil die halt sagen, wir brauchen jetzt momentan keinen Strom, weil wir genug haben. Manche sind auch technisch begründet, weil sie gewartet werden müssen und so. Ja, ist klar. Einfach nur so entkoppeln, dass sie leer durchdrehen, glaube ich, geht nicht, weil die sonst nicht geregelt werden können. Die würden dann unendlich schnell drehen und dadurch eventuell kaputt gehen. Und ohne Widerstand drehen lassen, rendiert sie das irgendwie nicht. Das habe ich mal gelesen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wieder Politik für sich. Die Stromkraftwerke werden aber bei Stromüberschuss nicht gedrosselt oder so gut wie nicht gedrosselt. Dann wird halt der Strom einfach verschenkt, zum Beispiel nach Österreich. Es ist ja nicht so, dass der Strom einfach bloß verschenkt wird, sondern die zahlen sogar dafür, dass sie den Strom abnehmen. Und wenn sie Flaute haben, holen sie den Strom wieder zurück und müssen auch wieder zahlen. Und deswegen ist es besser, Wasserstoff herzustellen mit diesen überschüssigen Strom, den wir haben. Keine Frage. Und es ist auch besser, mit einem Wasserstoffauto in der Gegend rumzufahren, als mit einem Verbrenner. Keine Frage. Also finde ich. Was ich mir sage, du bist gegen das Wasserstoffauto. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht gegen das Wasserstoffauto. Ich bin auch nicht gegen die Technik vom Wasserstoffauto. Im Gegenteil. Es ist immerhin besser, mit dem Wasserstoffauto und Brennstoffzelle rumzufahren, als mit einem Verbrenner. Ist einfach so. Macht Sinn, in einem Auto eine Brennstoffzelle zu machen? Ich denke, nein. Es macht genauso wenig Sinn, 100.000 oder Millionen Brennstoffzellen durch die Gegend zu fahren und damit Strom zu generieren, dass man durch die Gegend fährt, als diesen Wasserstoff, den man bei Überschuss produziert, einfach wieder bei Flaute wieder ins Netz einzuspeisen. Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat man dann so viel Verluste dadurch, dass es eigentlich wiederum wenig Sinn macht. Aber es macht auf jeden Fall mehr Sinn, als den Strom einfach zu verschenken oder abzustellen, sage ich jetzt einmal. Man könnte ja auch sagen, wenn genug Strom hergestellt wird, man gibt den Strom einfach günstiger her. Man kann sagen, hey, schau mal her, heute wird das Wetter schön oder morgen wird das Wetter schön. Der Wetterbericht sagt sonnig und windig. Wir gehen davon aus, dass wir Stromüberschuss haben. Liebe Kunden, wir verlangen jetzt keine 25 oder 26 Cent für eine Kilowattstunde, wenn du einen brauchst, sondern nur die Hälfte, also 13. Nächsten Morgen, den ganzen Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr, kriegst du den Strom für 13 Cent, weil wir so viel produzieren, dass wir den einfach günstiger hergeben können. Machen sie nicht, logisch, weil das halt wieder hier Diridari bringt für diesen Stromkonzern, ist klar. In Deutschland muss alles teuer sein. Moment, Batterie fast leer. Das passt nicht im Eco-Auto, in einem E-Auto mit Akku, dass das iPhone leer wird. Ich könnte ihn ja laden, aber dann bleibe ich wieder stehen, ist auch wieder blöd. Was meint ihr dazu? Hier soll es ja nicht darum gehen, um diese Technik zu verteufeln oder zu vergöttern, zu sagen, die ist gut, die ist schlecht, weil dafür habe ich jetzt das technische Verständnis nicht unbedingt, sondern diese Argumente, die gegen das Akkuauto hergehalten werden, wie Reichweite, wie zum Beispiel
Ladeinfrastruktur, dass die zu gering ist. Ja, aber das ist beim Wasserstoffauto noch geringer. Wollen Sie nicht hören. Der Preis, dass Sie sagen, oh, das E-Auto, das Akku-Auto ist so teuer. Ja, aber das Brennstoffzellenauto kostet noch mehr. Also, was? Wie geht ihr damit um? Schaltet ihr einfach ab und sagt, ja, lassen reden? Oder sagt, lasst ihr euch auf diese Diskussion ein und sagt, ja, da steige ich jetzt mit ein, obwohl ich mich dann wahrscheinlich wieder schlechter fühle als vorher und ich wieder als Buhmann dastehe und so weiter. Also, nicht verwechseln. Ich bin nicht gegen das Wasserstoffauto. Ich denke, das macht bloß keinen Sinn oder nicht so viel Sinn. Millionen Autos mit der Brennstoffzelle rumfahren zu lassen. Busse, Züge vielleicht, keine Ahnung, LKWs, Schiffe macht wahrscheinlich schon mehr Sinn. Aber wenn es Sinn macht, warum hat dann die deutsche Automobilindustrie eigentlich dann die Forschung eingestellt nach über 20 Jahren und ihre Milliarden, die sie reingeschossen haben? Das war's eigentlich. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gebt mir Daumen nach oben oder nach unten. Obwohl, gebt mir keinen Daumen nach oben oder nach unten, weil ich bin ja eigentlich keiner, der immer sagt, gebt mir Daumen nach oben oder unten oder abonniert hier oder da. Doch, mache ich. Abonniert und wenn nicht, dann nicht. Servus, sagt Glocker, euer Volker.